Und herzlich willkommen zurück zu Splatoon 2. Eagle Mädchen dreht auch durch und ja, geht eigentlich direkt ohne viel Schnacken. Einfach mal weiter mit Level 8, weil die Dinger waren ja inzwischen relativ lang. Und ja, ich bin jetzt schon gut 2 Stunden im Spiel und es gibt dann noch 3 weitere, also das zweite Zone ist eigentlich noch gar nicht geschafft und es gibt dann auch noch 3 weitere. Singleplayer scheint tatsächlich bedeutend mehr einzunehmen, zeitlich alleine schon, als im ersten Teil. Das ist ganz lustig. Also auf jeden Fall hat man sich mehr zeitlich gesehen getraut. wobei bis jetzt spielt sich's nicht wirklich anders als der Singleplayer im ersten Teil. Also es ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen actionreicher. Ich finde es, also viele der Level haben sich konzentrieren sich doch stärker auf Kampfsituationen als noch im ersten Teil. Und auch wenn die Gegner jetzt nicht insgesamt wirklich gefährlich sind oder schnell sind, bis jetzt. Und es immerhin ein paar neue Gegnertypen auch gibt. Also es macht sehr viel mehr richtig als im ersten Teil tatsächlich. Also es fängt an, wo ich sag, ja, kann was. Und nochmal runter und da ist auch nochmal was. Was gibt viel zu tun? Es sind sehr viele, ich sag mal, dynamischere Plattformer-Elemente drin mit relativ viel Kampf. Ich fände es nach wie vor immer noch ganz cool, wenn man halt eben auch tatsächlich sowas wie Kämpfe gegen andere Inklinge oder so halt hätte. Oder halt eben tatsächlich Gegner, die ähnliche Fähigkeiten haben wie wir selber. Das fehlt halt noch so. Also es ist halt so, es sind halt so massengenerische Gegner, also generisch sind sie in dem Sinne jetzt nicht, aber sie sind halt sehr einfach und sehr, sehr massenhaft einfach da und die Idee ist ganz lustig von diesen Rollteilen, dass sie auch gleichzeitig als Waffe dienen und man sie auch auf jeden Fall erstmal festhalten muss, sonst rollen sie sich wieder zurück. Das ist irgendwie ganz lustig. Ja, es sind halt eben so Gegner, um halt Gegner zu haben. Oh, das ist immer so eine... Hui, direkt auch, du willst. Das ist halt immer so eine Sache, wo man es dann halt merkt. Also sie sind halt da, damit die Level nicht so leer sind. Und es halt eben ein bisschen Schwierigkeiten gibt. Also es ist so ein bisschen... Also es ist stärker Plattformer-Style tatsächlich, à la Mario oder so, wo man halt eben die Gegner halt hauptsächlich hat, um irgendwie ein gewisses Hindernis oder ein zusätzliches Hindernis irgendwo zu haben. Ja. Aber wirklich so richtig Gegner à la Gegner, wie halt eben in einem Shooter oder so, sind es halt in dem Sinne nicht. Und das wäre cool, wenn es hier tatsächlich irgendwie auch Abschnitte gibt, wo man wirklich richtig intensiv gegen Gegner kämpfen könnte, die ja letztlich ähnliche Fähigkeiten haben wie man selber. Das hätte in die Hose gehen können. So, dieses Level geht jetzt irgendwie wieder ein bisschen flotter. Also bis jetzt. Ah doch, das ist schon sogar der letzte Checkpoint. Wow. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass das hier so flott geht. Warum das denn in der vorherigen Episode so lange gedauert hat, weiß ich dann auch nicht. Aber hier geht es auch wieder insgesamt, also dadurch, dass auch diese komischen Rollteile
machen es eigentlich relativ schnell, das Spiel. Und ja. Von hier einfach quasi von der Seite reinhauen. Oh, ganz nett. Also es hat auf jeden Fall ein paar mehr Ideen. Oder tatsächlich doch neue Ideen irgendwie. So, eine Kanone stelle ich rein und halte ZL gedrückt mit der lässt es krachen. Ah, okay. Okay, die haben wir im ersten Teil auch. Ah, okay, da ist noch dieses Ausrollteil, das habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Ist natürlich jetzt hier einiges im Weg. Hui! Und Elektro-Wells. Sehr schön. Das war jetzt eine kurze Runde. Ja, dann machen wir doch gleich noch Level 9 und kann man direkt hinten ranhängen. Passt doch. Schmunzette voller Schnalz. Alles klar. So, 9999999 war wo? Hinter mir. So, direkt weiter. Hui! Hier ist ja alles schon eingetintet. Dann kannst du direkt weitergehen. Und dann geht's dann auch gleich direkt rüber zum Bosskampf. Je nachdem, wie lange dieses Level hier dauert. Okay, Octolinge. Stimmt, die hatten wir im ersten Teil gab es sie auch, aber sie haben sich nicht wirklich gegnermäßig so verhalten, wie sie es könnten, wenn man sie halt eben KI-mäßig ein bisschen interessanter programmiert hätte, aber okay. Ah, ich muss noch. Okay, Moment. Das hier ist eine große Arena, die sehr stark an. Okay. Leute, ganz ehrlich. Genau das meine ich. Als ob Nintendo auf mich gehört hätte. Also wenigstens ein bisschen. Also ist es jetzt noch ein bisschen. Aber das hier war davon mehr. Es ist ein großes freies Areal. Wir müssen hier einfach jetzt die Welt sammeln und hier sind Gegner, die unsere Fähigkeiten haben. Es ist zwar ein bisschen komisch agieren und aber wir haben hier eine komplett normale Karte offen. Wir können uns hier frei bewegen. Wir können hier Plattforming machen, wie wir wollen. Das ist es. Genau das ist es. Das ist das eigentlich das, was dieses Spiel sein sollte. Oh. Ja, und dann sind auch noch solche Stellen dabei. Und warum jetzt erst? Warum als eines der vorletzten Level irgendwie in der zweiten Zone? Das ist es. Das ist doch genau das. Also quasi, ich sag mal so, die Hubwelt nochmal als Level mit Aufgaben da drin. Und Gegnern. Und zwar, also sie agieren nach wie vor nicht so herausragend. Und hier sind natürlich dann auch die Sachen ein bisschen versteckter, wobei das ist jetzt tatsächlich auch nur. Ach, ich habe noch gar nicht. Ich habe gar nicht den Klecksdoppler. Ach nö. Oh nein. Jetzt wurde ich tatsächlich erwischt von so einem Viech.
Aber ich kann jetzt die Waffe nicht wechseln. Oh, jetzt hätte ich den den Doppler so gerne. Ich höre doch da. Wollte ich das sagen? Ich habe da doch wen gehört. So, und das bereitet einen auch letztlich deutlich besser auf das spätere Spiel im Revierkampf vor, wenn man, oder beziehungsweise es ersetzt so ein bisschen, wenigstens auf spielerischer Ebene, tatsächlich den Revierkampf. Auch wenn die Gegner jetzt nicht so fuck it, extrem gut agieren. Also es hat so, ich habe so das Gefühl, sie haben so einen gewissen Laufbereich, den sie abwandern müssen. Aber warum nicht mehr davon? Warum immer so, ich sag mal, eine Mario-typische Plattformer-Passagen? Ich höre euch. Boah, fuck it. Okay. Sie werden aggressiver. So. Letzter Checkpoint. So, und in dieser Welt müsste ich jetzt auch noch die Geheimnisse suchen. Da hinten ist auf jeden Fall noch was. Da wird. Hier sind sogar Fallen quasi, in Anführungsstrichen. Das ist. Das gefällt mir. Sowas gefällt. Wobei, dass sie hier echt teilweise versteckt sind und sich nicht bewegen und so. Naja, gut. Zielsichere Säue hier. Die sind aber ganz schön aggressiv. Alter Walter. Okay, von da aus starten sie auf jeden Fall.
Hui. Dann lieber den letzten Octowels holen und bevor ich da noch irgendwie abnippe. Huiuiui. Wupp, und da sind wir zurück in der Hauptwelt und ja, damit haben wir jetzt quasi den Kessel in Anführungsstrichen für den Endgegner freigeschaltet. Diesen schauen wir uns aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit dann doch in der nächsten Episode an. Zudem hört ihr vielleicht gerade, dass die Aufnahme-Hardware ein paar Probleme hat mit dem Sound. Das muss ich natürlich auch noch erstmal fix beheben. Deswegen sehen wir uns wieder, wenn es heißt Endboss-Kampf Nummer 2 in Splatoon 2. Hier bei uns auf Rescate. Bis dann, haut rein und tschüss.